Ja, und Thomas gleicht aus. 3-3, guck Ja, an. und die ganze Zeit habe ich da so den Eindruck, Lars steht da und spielt und spielt und spielt und macht da gute Sachen. Und dann kommt Thomas und macht dann irgendwie die letzten beiden Bälle noch und es steht 3 zu 3. Ne? Also, obwohl er irgendwie Ja, aber so gut, aber gefühlt viel weniger jetzt kann Zuschauer man hat. hier Ne? nochmal die Kugel sehen, ne? Ja. Also das schreit nicht unbedingt danach, den hinter die Neuen laufen lassen zu müssen, ne? Also, oder auch nur in die Richtung. Also der Zugball war vielleicht nicht aber ja, man konnte ja am Verlauf sehen, dass da deutlich mehr Effet drin gewesen wäre. Ne? Guck mal, da ist der Adler. Ja, super schönes Break. Und wird das belohnt? Schönes Break. Und wird das belohnt durch einen Stuss auf die 1? Ja, Nicht wenn die so da ganz. vorbeipasst, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber dann kann man ja ein Safe spielen. Ja, ist immer ärgerlich, wenn du so einen richtig guten Anstoß rausgefahren hast. Ich glaube, es sind drei Kugeln gefallen. Drei? Zwei oder drei? Ich glaube, drei Kugeln sind gefallen. Und dir nichts anderes bleibt als so eine halbgare Sicherheit, ne? Weil ich glaube, so wahnsinnig zwingend ist das jetzt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Schwierigkeiten haben wird, die 1 zu treffen. Ja, aber er guckt schon und ja, wo ist die Mitte an der Bande? Ne? Dann mal drauf. Naja, gut, ich sag mal jetzt wahrscheinlich mit Gewalt drauf und gucken, was passiert. Hat er die angesagt? Sieht Das nicht so aus, wäre. ne? Ja, ich meine, es war gar ich, also ich weiß nicht, was er angesagt hat, aber Also wenn es man war so jetzt ein nicht so wenn man so ein unwahrscheinlich, Ball, dass die ja, aber fällt, wenn ne? man so ein Ball spielt, dann muss man das eigentlich auch ansagen, Ich ne? sag mal so, dass die 1 sich hinter Richtung 6 bewegen würde, also da musste man kein Prophet sein, um herauszufinden, dass das passieren könnte. Und dann kann ich auch die 6 ansagen, ne? Und wenn er das nicht gemacht hat, dann ist das sicherlich als Also hätte er Fehler es zu gemacht, werten. dann hätte er jetzt gute Chance gehabt, das Spiel zu Ja, ich gewinnen. meine, es gibt ja Leute, die, Ne? oder beim Zehnerball ist es wichtig, immer was anzusagen, wenn es der größte Quatsch ist. Ja, Ah, also und jetzt ich meine, aber. vielleicht hat er die 1 angesagt, ich weiß nicht wie gut oder ob sie an der 6 Na, guck mal vorbeipasste. jetzt, es ist der Winkel aber irgendwie weg von der 4. Ja, Das heißt, deswegen können wir uns irgendwie jetzt auch auf über ein eine Bande viel noch Wirkung. zurück. Ja. Ja. Gut, das ist ein Ja, bisschen gut, das ist weit schwer, rechter, wenn wir uns ne? den Verlauf der Weiß nochmal angeguckt haben, dann hat er eigentlich gar nicht so viel verkehrt gemacht. Mehr war einfach nicht drin und er musste ja zwischen 9 und 7 kommen und den Weg hat er gefunden. Und das Tempo, ja, ich sag mal, im besten Falle hätte er 10 Zentimeter vorher angehalten. Ne? Erneuter Schussfehler, war kein leichter. Ein bisschen Dusel gehabt, dass das so liegen geblieben ist. Die 4 scheint an der 7 vorbeizupassen. Ja, Weiße auf die 9 laufen lassen. Die 9 bewegt sich Richtung kurzer Bande. Hätte eigentlich nur reinschießen müssen. Eigentlich mit der Betonung, dass es immer noch schwer war. Und ja, deutlich leichter wird es jetzt für Lars. 7 und 9 liegen im Kopffeld. Das heißt, er muss irgendwie schauen, dass er keinen zu großen Winkel auf die 7 von der 4 bekommt. Lässt er sie laufen. Spielt die. Nee, er spielt sie in die Ecktasche. Drückt sie in die lange Bande. Da kann man es jetzt schön sehen. Leichter Winkel nach rechts. Nachlaufen lassen. Darauf achten, dass Winkel in der Kugel bleibt. Ein Fehler, den viele machen, dass sie einfach den hinterherrollen lassen und sich dann wundern, dass er gerade geworden ist und der Weg dann zu 10 doch sehr, sehr weit ist. Aber er hat sich einen schönen Winkel stehen lassen. Nachläufer. Zwei Banden. Uiuiui. Ui, ui.
Den so zu stellen, habe ich jetzt nicht erwartet. Weil das Positionsfeld gekreuzt wird. Und wenn das passiert und man sich ein bisschen im Tempo verschätzt, hat man ganz schnell einen unangenehmen Ball. Ich denke, dass der hier noch gut machbar wäre, aber 10 cm weiter wäre es doch schon ein deutlich schwierigeres Unterfangen gewesen. 4:3, Lars Kukian. Thomas Kirsch mit dem Anstoß. Okay, Anschlussposition gewechselt, breakt von der Seite, Kugel gefallen, keinen guten Stoß auf die 2, er hat einen dünnen in die obere linke Ecktasche, weil wird die Weiße ziemlich schnell, aber besser als gar nichts. Ja, Sicherheit, ganz gut gespielt, auf jeden Fall safe. Aber man sieht so ein bisschen den Nachteil vom Break von der Seite. Deswegen wird Achterball auch nicht unbedingt gerne von der Seite angestoßen, weil sich ganz viele Kugeln dann in eine Richtung bewegen und dann oftmals auf der gegenüberliegenden Bande, also sprich auf derselben Seite, von der man angestoßen hat, einsammeln und man dann oftmals solche Probleme bekommt. Und das ist auch hier passiert. So, Lars kommt aus dem Safe raus über 2 Banden, aber es gelingt ihm kein Resave. Also Thomas hat mehr oder weniger Ball in Hand. Hat jetzt auf jeden Fall bis zur 4 auf den Tisch. Ab da wird es dann ein bisschen aufregender. Die 5 scheint nicht gut spielbar zu sein. Ich glaube nicht, dass die Kombination auf die 7 geht. Halbzeitpause dann. Anschluss hat Thomas hat angestoßen, die Kugel gefallen, hat dann safe auf die 2 gespielt. Lars ist aus dem Safe rausgekommen, aber konnte nicht sicher ablegen und hat dann Thomas eine gut spielbare 2 hinterlassen. 2 und 3 hat er auch. Ne, 2 hat er gelocht, 3 hat er eben verschossen. Ne, gar nicht wahr. 4 hat er verschossen. Und Lars versucht jetzt eine Sicherheit zu spielen und hinter den Pulk da zu kommen. Gelingt nicht. Das heißt, Thomas hat die Möglichkeit, die 4 offensiv anzugehen. Aber es ist dann so ein bisschen Glückssache, wo die Weiße liegen wird. Ne? Aber was für eine Sicherheit willst du da jetzt spielen? Eine Möglichkeit wäre, die 4 dünn auf der linken Seite anzuspielen und versuchen, da dieselbe Gasse anzuvisieren, die Lars eben anvisiert hat. Das macht er auch. Also das ist, glaube ich, schon ein guter Versuch gewesen eigentlich, aber vom Ergebnis her. Also ja gut, es war knapp, ne? Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass die Wege auf der Seite nicht wirklich groß waren. Also man sieht ja, dass sich das ganze Kugelgeschehen sozusagen auf der linken, in dem linken unteren Quadranten mehr oder weniger jetzt abspielt. Und da ist natürlich nicht viel Platz. Wow. Also es war jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass er da unten hängen bleibt. Okay, er hat eine Möglichkeit, die 5 in die Mitteltasche zu spielen und die Weiße wird dann garantiert auf die 7 laufen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Und dann kann er nur noch navigieren, ob er die 7 dann ein bisschen dünner trifft. Die 7 bewegt sich dann in die Ecktasche oder in Richtung Ecktasche. Ich sehe das so, dass die 7 zwischen die 10 und die 6 durchläuft, aber ich sehe das völlig falsch.
Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber gut, so genau sehen wir, stehen wir ja auch nicht daneben. Ja. Nur was ich jetzt sagen kann, ist, dass die 6 keine Tasche mehr hat. Die passt nicht an der 7 vorbei. Ja. Und nun? Eine Bande für die ganz Mutigen. Aber selbst das scheint nicht unbedingt zu gehen. Aber welche Sicherheit könnte er spielen? Wenn er die 6 dünn trifft, muss sie schon sehr dünn treffen, sonst bewegt sie sich in Richtung der Ecktasche. Ja, das passiert doch. Da. Okay, also sie hat so gespielt, dass sie hinter die 9 läuft. Ja. Also das war. Also das Ding ist jetzt ziemlich tot. Ne? Weil wie willst du jetzt an die 6 rankommen? Also es gibt keine Möglichkeit über die kurze Bande direkt. Tja. Und eigentlich nur lange Bande, kurze Bande und dann gucken, dass man zwischen 10 und 7 durchkommt. Oder mit ganz viel Ife an der 7 vorbei. Ja, das muss schon ein Bogenstoß sein. Ne? Ja. Das muss schon ein Bogenstoß werden. So. Auch da müsste er dann durch die Gasse 10, 7 und mit einem strammen Bogen dadurch, der auch noch gut getimt sein muss. Also da ist es wahrscheinlicher, dass er den über 2 Banden, ja, oder vielleicht sogar 3 Banden und dann spielt. Da fast ins Loch rein und dann an die kurze Bande und dann von hinten. Mhm. Und dann muss aber auch noch eine Kugel an die Bande. Ja, ja, wobei ich glaube, das ist fast sein geringstes Problem bei der Geschichte hier. Die Gasse 10-7 ist doch nicht ganz so leicht zu treffen. Er spielt nur sehr langsam, aber er spielt. Boom. Vielleicht sogar das kein, Beste. Kein vielleicht so sogar das Beste. Aber, ja, ich meine, er hat keinen Schaden angerichtet, ja, so, ja, sozusagen. Ne? Stell dir vor, jetzt macht er noch die 9 weg oder so und dann liegen dann nur noch leichte Bälle. Also, ja, aber die 7, jetzt ist die, aus der Richtung ist die Gasse 7-10 natürlich groß. Er muss jetzt eigentlich nur noch an der Mittellochkante vorbeikommen und dann liegt die 6 genau da, wo sie eben gelegen hat und Thomas hat genau das gleiche Problem. Ja. Ja, okay, das ist jetzt natürlich, also... Das kann man, glaube ich, leichter entschärfen. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt keine wirklich zwingende Geschichte. Ja, genau. Also da die 6 nicht zu treffen, ist eigentlich schon eine Kunst. Jetzt musst du nur das Tempo stimmen. Ja, den Safe zu bekommen ist jetzt nicht ganz so leicht. Also treffen und die Weiße dann hinter der 9 lassen. Ja. Das wäre richtig gut. Aber da ist die Frage, ob da genug Platz ist. Ich glaube wohl von der Seite aus gesehen... Ja, doch. Wenn er den kann er so treffen und dann liegt er auch richtig tot. Ne? Er hat die erst die Vorbande getroffen, deswegen ging das nicht. Mhm. Für den Stoß hätte er erst die Kugel treffen müssen. Ja. Ja. Es wird schlimmer und schlimmer. Gut, der Einbänder ist jetzt nicht unmöglich zu treffen über die Vorbande, die lange Bande. Allerdings den sicher zu bekommen, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe gehört, dass Thomas ein ganz guter One-Pocket-Spieler ist. Also, und bislang hat er über Vorbande ja auch sehr, sehr gut getroffen. Eigentlich wenig Fouls weggegeben. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was er hier anbieten kann. Ja, guckt aber irgendwie auf 2 Banden. Ja. Oder jetzt schwenkt er um. Oder doch nicht. Irgendwas knarrt hier. Die Tür wahrscheinlich. Oder weiß. Ja, doch eine Bande. Hm. Jetzt aber nicht vergessen, den Wert auf Mitte anzusagen. Hm? Ja. So, was haben wir ist gut gelaufen. Also keine schöne 6. Den muss man erstmal lochen und dann muss man nur eine Ablage haben. Ne? Mal sehen, was könnte man machen? Den links oben ansagen oder versuchen zu spielen und dann tendenziell ein bisschen zu dünn? Ich würde den, glaube ich, wenn denn überhaupt rechts spielen. Ganz dünn und die Weiße schön zurück. Ich glaube nicht, dass er das machen kann, weil er dann über die 7 greifen muss. Ja, mal gucken. Ich glaube die 6 in die Seite. Ja. Und dann hat er sie jetzt aber zu dick verschossen und das führt dann zu dem Problem, dass er sie erst liegen lässt und zweitens nicht so viel Lauf in der Weißen ist. Das
heißt ja immer so schön, so die Profis verschießen zu dünn solche Bälle. Aber ja. Ui. Ein langer Ball ist es immer noch. Tja. Das Spiel bewegt sich. Wird nicht leichter spielen, ne? Es wird immer neu gemischt. Ja. Ja, das ist also ein zähes Programm hier im Moment. Ja, ja, ja. Aber Fußball läuft ja auch noch nicht, da ist irgendwie Nachrichten noch. Ja, Fußball steht immer noch 0-0, ne? Das Tor ist nicht gegeben worden wegen Abseits. Oh, der gute alte Doppelkiss. Da ist er mal wieder. War das jetzt Absicht? Das glaube ich nicht. Also mit dem, bei der Geschwindigkeit und dann so voll drauf? Ich glaube, er hat versucht, die Weiße oben liegen zu lassen und die 6 nach unten zu bewegen. Und ja, ich sag mal, gut, wir verschätzen uns alle mal. Ne? Also, das sind ja dann nur auch Bruchteile von Millimeter oder Millimeter auf die Länge. Das kann jeder mal sich verschätzen und dann kommt sowas halt dabei raus. Ui, oh, Vierbanden. Was war da die? Vierbander. Das ist ja wie früher. Pass auf. Den sieht man nicht oft. Den sieht man gar nicht oft. Ich hatte ja gesagt, er spielt so viel One-Pocket und das war ein Beweis dafür. Ja, ja. Also früher haben wir immer 8 letztes Loch gespielt. Da musste man solche Bälle drauf haben. Ja, da gab es auch richtige Spezialisten. Die konnten kaum das Grün gerade halten, aber da hatten sie irgendwie ein Auge für. Ne? Ja, hier, Money. Ja. 4 Wanden, Money. Okay, jetzt hat er die 7 geschafft. Und was bleibt für die 8 und die 9? Die Kiss-Shot? Die Ablage war jetzt nicht der Burner. Also den Kiss-Shot kann ich mir vorstellen, die 8 dünn touchieren und die 9 dann reinzuspielen. Und dann ist es ja, vom Tempo ja, guckt abhängig. Auch, guckt er auch. Das ist vom Tempo abhängig, wo die 8 liegen bleibt und wo die Weiße liegen bleibt. Er will den Kiss-Shot spielen. Und macht er auch. Aber ja, Banane. Ja, da hat er sich doch echt verschätzt. Also, ich sag mal, der Kiss-Shot ist gelungen, aber die Weiße ist hinterher also viel zu fest. Ja, hier der Vierbanner nochmal. Ja, das war natürlich ein Highlight. So was sieht man nämlich nicht oft. Ja, und da denkt man, jetzt ist das Ding aber gelaufen. Ne? Naja, also, gut, ich meine, die 8. Warum hat er denn da nicht. Ja, ich meine, damit der 7 so ein bisschen gezogen. Und dann ich glaube einfach, dass Thomas noch nicht viel auf dem Tisch gespielt hat. Ne? Ja, er ist, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass ihm bei der 7 die weiße Presse an der Bande liegen bleibt. Und wenn die 6 jetzt anhält, ist das eine ziemlich. Ja, eine relativ gut machbare An-Aus-Partie. Das größte Problem ist 2 auf 4. Also das war eigentlich eben Thomas' Chance, das Spiel weiter offen zu halten. Und jetzt mit 5-3 und nach so einem Bragen offenen Tisch. Ja, ich sag mal, wenn das 6-3 wird, so, dann würde ich dann fast haben wir schon eine Vorentscheidung, ne? Von einer kleinen Vorentscheidung sprechen. Ja. Weil Thomas sich momentan oder bislang nicht gerade dadurch ausgezeichnet hat, dass er hier an Auspartien. Ne, ja, war keiner. Also hatten wir überhaupt schon an Auspartien? Ja, ich glaube, Lars hat da am Anfang eine. Ne? Oder zwischendurch auch mal eine. Ja, jetzt hat sich natürlich gleich in die Nesseln gesetzt. Da gucke ich mir die Position jetzt mal an. Mit dem Überpacker. Geht eigentlich nur oben links. Zwischen 10 und 6 durch. An der 9 vorbei. Und. Oh. Aber so, das hätte schlimmer kommen können. Den muss er jetzt eigentlich nur reinschießen. Die Position auf die 5 geht von alleine. Ist das Tempo nur ein bisschen kritisch. Den brauchst du nur reinschießen. Ne? Nichts machen. Ja, aber locker, oder? Ja. Und wenn du nur reinschießen brauchst, hast du eine Sorge weniger, dass die Position nicht so entscheidend ist. Siehst du? Ja. Es ist ja halt nicht nur reinschießen, sondern. Du musst ihn richtig locker reinschießen. Ja, ja. Und das ist.
Er hat ihn wieder zu dick getroffen. Ne, obwohl, hätte ruhig ein bisschen härter sein können, ne? Na gut, wenn er ihn trifft, ist mehr, dann spielt er ihn dünner, ist mehr Energie in der Weiße. Dann wäre anders gelaufen. Dann wäre anders gelaufen. Ja, das höre ich mir auch ständig an, ja. Hätte ich den getroffen, wäre der auch anders gelaufen. Ja, das war so der Klassiker, ne? Aber die Position war gut so, aber einen Meter neben das Loch gesetzt. So, Thomas mit dem Comeback. Ja. Wie spielen wir den? Mit ein bisschen Linkseffee? Völlig egal, nur nicht die Weiße hinter die 9. Ja, ja, dafür musst du entweder weit weg von der 9 bleiben oder ziemlich nah an die Mittellochkante. Das ist ziemlich ideal gelöst. Ja. Ja, das ist gut. So kommt er auch schön auf die nächste dann. Ne? Ja, schön an der 7 vorbeiziehen und ja. Dann 7 ja. Auf 8 Mitte. Ui. Oh. Ja. Ja, also, gut, das geht noch, ne? Ja, ist gut gegangen. Ja, ja. Das ist natürlich. Ich wollte gerade sagen, es ist schon spät und sicherlich ist es auch schon spät, aber so spät ist es noch nicht. Ja. Ja, das war jetzt wirklich richtig schlecht. Ja, das war ein richtiger Bock. Ja. Weil das war wirklich stark vermeidbar. Also, ne? Also ich sag mal, da hat er sich auch wieder voll im Winkel versteckt. Ne? Aber du hast auch gesehen, dass er viel zu schnell abgedrückt hat. Gar nicht groß überlegt und so, sondern gleich an den Tisch und gleich gespielt. Ja, gut, wenn das also, ein Muss ist, ich sag mal, das, was zu tun war, war ja mehr oder weniger klar. Ne? Aber das, wie er es gemacht hat, er hat die Kugel einfach falsch getroffen und der Winkel war ganz. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Energie weg ist, weil letztes Spiel und ja, irgendwie. Langer Tag gewesen, ne? Es ist ja 10 Uhr, ja, 10 Uhr hier auf den Beinen und. Aber trotzdem, also das ist wirklich so, ne? Letztes Spiel verlieren, 6-3 hinten sein. Obwohl man es eigentlich hätte selbst in der Hand gehabt, ne? Ja, und es war eine gute Chance, ne? Also ich sag 5-4 oder 6-3 hört sich echt völlig anders ja, an. Ja, einmal das und du bleibst in der Partie, bleibst im Spiel, ne? Jetzt wird es so langsam. Ich meine, Lars spielt ja alles andere als fehlerlos, baut ja auch immer mal Ungenauigkeiten ein, ne? Mhm. Und also es ist ja sehr ungewöhnlich, dass du pro Partie irgendwie mal eine Chance bekommst, ne? Also das läuft normalerweise ganz anders. Ne? Dass du, wenn du einen Fehler machst und es blöd läuft, so verlierst du 3 Spiele, weil du den Fehler bei deinem eigenen Aufschlag gemacht hast. Und, also vorhin im Halbfinale, der Sophie hat, glaube ich, in der ersten Partie hat er ein schlechtes Safe gespielt, er ist in die Weiße abgegangen. Mhm. Und dann war er dann irgendwie schon ruckzuck 4-0 hinten oder so. Ja, also das, ne, ohne dass er überhaupt noch eine Chance hatte so dazwischen. Ne? Also Anstoß lief natürlich mies dann für ihn, aber. Ja, also Thomas breakt wieder von der Seite. Das hat das Problem, dass ich dann wieder Probleme auf derselben Anstoßseite finde. Also wir erwarten jetzt, dass ich, wenn er von links anstößt, dass sich viele Kugeln nach links wieder zurückbewegen. Und wie wir sehen, haben wir da auch wieder so eine kleine Versammlung. Man sieht einfach, dass sich die Kugeln auf eine Tischhälfte bewegen. Ne? Und das ist der Grund, warum beim Zehnerball nicht von der Seite angestoßen wird. Also zumindest machen das ganz wenige. Weil dadurch die Kugeln sich stark versammeln. Ja, das war mal eine schöne Perspektive für den Einwender. Den hat er zu dünn getroffen. Aber die Leute, die wissen doch auch manchmal oder so, ich bin kein guter Breaker, ich kann nicht gut anstoßen. Mhm. Ich hau voll drauf und es passiert nichts. Ja. Und vielleicht ist es dann vielleicht sogar schlau, einfach so nicht voll drauf zu hauen und dann einfach irgendwie das Ding ein bisschen geschlossen zu lassen. Mhm. Ne? Also, ja, ist ein guter Punkt. Ist vielleicht auch taktisch gar nicht so schlecht. Bloß die Frage ist, ob es dadurch wahrscheinlicher fühlen wird, dass er die Spiele gewinnt. Ja, weil wir ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass Lars taktisch ein bisschen überlegen ist. Ne? Wobei sich das momentan bislang nicht so. Also die Safe-Duelle hat oftmals Thomas gewonnen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ja. Mal gucken. Also das ist jetzt auch nicht gerade ein Kinderteller. Oh Gott, aber so einen Ball verschießen. Naja gut, er spielt ihn mit sehr, sehr viel Fee. Und die Position hat ihn mehr wahrscheinlich
interessiert, als ja, dann einfach vergessen, den zu lochen. Ne? Und er hat auch, wie du eben schon sagtest, so, das war auch wieder sehr schnell abgedrückt. Ja, also nicht richtig gezielt, nicht richtig fokussiert. Ja. Irgendwie so, ich will nach Hause oder so, lass uns schnell machen oder was. Tja. Aber gut, ja. Oh, das war natürlich einen schönen Trichter mit der 4, ne? Also. Ja, aber geht auf Mitte. Jo. Er guckt sich die Mitte an. Aber das ist natürlich eine blinde Tasche sozusagen. Das heißt, er sieht nicht, wo er die hinstößt. Ich weiß nicht, warum nicht lang? Warum nicht den Trichter nutzen? Ich weiß nicht. Kommt er nicht an? Vielleicht ist die 5 im Weg? Ja, gut, kann sein. Ja, das ist also ist kein Ball, den man besonders gerne spielt, ne? Nee. Du siehst nicht, wo du hinspielst und die Mitteltasche ist aus dem Winkel verdammt eng. Sicherheit. Mhm. Ja, spielt er den, wahrscheinlich wird er den über zwei Banden ansetzen, um dann eine Option für die 4 zu haben. Zwei Banden. Sieht nach zwei Banden aus. Und die Bestellung. Das war fett. Und weiße Mitte? Nö. Ah, siehst du. Das war fett. Ja. Aber den musst du auch über zwei Banden spielen, um Position auf die 4 zu bekommen, ne? Guck mal jetzt die 6 auf die 7. Die zeigen doch in die Mitte, oder? Ich würde vermuten, dass die 6. Achso, du meinst die Kombination? Ja, ja, die zeigt verdammt nah auf die Mitte. Das müssten wir. Also jetzt die 4 und die 5 werden. Ist ja eigentlich ziemlich easy. Also wenn sie press liegen, kann er auf jeden Fall die 7, selbst wenn sie nicht aufs Loch zeigt, so manipulieren, dass das geht. Ja, aber, der Winkel, aber jetzt schaut sich das Lösen an. Vielleicht sieht er das auch gar nicht. Vielleicht sieht er auch die Kombi. Ist natürlich auch so eine Geschichte, das passiert. 9 auf 10 ist auch irgendwie. Ich meine, der Winkel auf die 5 ist auch so groß, dass er die Option wahrscheinlich gar nicht hat. Ne? Ja, guck, jetzt hat er das aufgemacht. Ja, aber ich glaube, so wollte er den nicht spielen. Ich glaube, ein bisschen Dusel im Spiel. Ja. Weil wenn er nämlich die 7 trifft, dann bleibt die Weiße hinter der 7 liegen. Ja, aber das war die Gefahr bei dem. Irgendwie noch die 9 auf die 10, ne? Also ja, ich sag mal, jetzt hat er. Gut. Also jetzt muss er auch gucken, dass er die 9 so trifft, dass er ein bisschen zurückrutscht. Ja, und dass er nicht hinter der 8 liegen bleibt, ne? Ja. Er will ja die. Oder er spielt sie gleich so, dass er die 7 nicht auf Mitte spielt, sondern die 7 in die Ecktasche. Also idealerweise geht die Weiße gegen die 9 und dann gegen die 8 und dann wenn bleibt den, sie liegen. Wenn er den Zugball spielt, ja, ja. Dann muss er sicher gehen, dass er die 9 ein bisschen dünn trifft. Dann wird er von der 9. Da. Ja. Ja, alle fallen rein, oder? Oh Mann. Was ist passiert? Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist Kurs dran? Ja, das habe ich gesehen, dass die 10 gefallen ist, aber warum. Aber bei der 8 hätte das schön schief gehen können, ne? Die 8 ist nicht weit davon entfernt, Press an der Bande kurz in der Mittelloch zu liegen. Da liegt sie immer besonders. Da hast du richtig die Nase auf. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, das kann jetzt auch nochmal lustig werden, weil ich nicht weiß, ob er einen Winkel hat, der. Ich glaube, der spielt über drei Banden. Ja, pass auf, vielleicht muss er das auch, ne? Zieht ihn zurück. Mit viel Dampf. Da. Ja. Und da ist dann so ein Tisch natürlich Gold wert, ne? Weil diesen Stoß, den musst du mit Lichtgeschwindigkeit ausüben, wenn du auf einem langsamen Tisch spielst. Ja. Aber das hat er vorhin schon ein paar Mal gemacht und diese langen Bälle extra gespielt, anstatt da irgendwie rumzufummeln. Und, So, 10 auf Mitte gestellt, mit ein bisschen Effet. Ja, ne? Ja. 10 auf Mitte. So. 7-3, eigener Aufschlag. Ja, ich sag mal, so langsam gehen hier auch die Lichter aus, ne? Ja. Also ich will ihm jetzt nicht absprechen, dass Thomas da nicht wiederkommen kann, aber dafür müsste Lars doch. Erstmal müsste der Anstoß nicht mehr so gut kommen. Aber Thomas hat zu viele Fehler gemacht, zu viele leichte Bälle verschossen. Also sorry, das ist das Endspiel und dann, wenn du dann die Chance. Ja, das ist natürlich auch richtig krass, aber.
Aber was war das jetzt? 7-3 oder was? Müsste. Aber was noch nicht umgestellt, kommt wohl gleich. Ja, das kommt immer ein bisschen zeitverzögert, ne? Ja. Siehst du. Oh, hier nochmal aus dem Bilderbuch. Aber die wird weggekickt. Aber ein Schuss auf die 1, aber die 2 liegt unten das in der Nähe der kurzen Bande, mittlere Diamant. Das heißt, da muss sehr, sehr viel Effekt ins Spiel. Ja. Ja, ja, im Zeitalter. Tief links und im ganz. Im Zeitalter von Carbon-Oberteilen sollte das ja gehen, aber die beiden spielen ja tatsächlich hier ja, noch vor Holz. Ja, ne? Ist ja auch noch die Frage, wie weich ist dein Leder, ne? Mhm. Ja. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie annahmefreudig ist die Bande. Also den wird er schon, da muss, um den auf Position zu bringen, muss er knapp an der 7 vorbei. Und er versucht das auch gar nicht. Ne? Also er versucht zumindest nicht den Zugball. Ne? Und da ja, ist halt das Problem, dass er da an der 9 hängen bleiben kann. Und er sehr, sehr viel Weg zurücklegen muss. Wäre der an der 9 vorbeigekommen, meinst du, dass der hinten. Es wäre verdammt knapp geworden. Also bis ja, da ungefähr wäre die geliegt, hätte die hingemusst, ne? Also. Es wäre auf jeden Fall knapp geworden. Mhm. Nochmal 2 Banden und. Ja, diesmal nicht. So, nochmal eine Hoffnungsschimmer für Thomas. Die 2 kann er spielen und lustig wird es dann bei der 8. Also ich glaube einfach ein Stoppball und fertig ist Fritz. Also einfach wirklich jetzt ein Safe spielen und gut ist. Macht er aber nicht. Ja. Fieses Safe da. Weil 10 und 8, das liegt ja alles irgendwie so. Ich meine, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn du die Möglichkeit hast, eine Partie auszumachen. Das zu tun, um den Arm auch wieder ein bisschen lockerer zu bekommen. Ne? Also ich sag mal, ja, aber ich sehe, er hat ja jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Ne? Also ja, wenn er noch eine Restchance haben richtig. Will, dann muss er jetzt anfangen, die Partien in einer Aufnahme auszumachen. Ne? Aber wo soll die 8 denn hin? Also die 8 hätte, glaube ich, die Möglichkeit in die Tasche bei der 9. Ja, toll. Ja, gut. Da musst du, aber du kannst ja immer. Die Weiße ja, du hast ja eben selber gesagt, die Safe-Option. Das heißt, wenn er keine gute Position auf die 8 bekommt, aber irgendwo da drunter liegt, kann er immer die Sicherheit spielen. Ne? Okay, ja, ja. Also haben wir jetzt hier oben rechts. Oben rechts, um unter die. Genau, hat gut gespielt. Vielleicht hat er sogar so eine gute Position, dass er die 8 in die. Obere linke Ecktasche spielen kann. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt die Sicherheit so einfach spielen kann. Dafür sieht er nicht genug von der 8. Tja. Ja, tief rechts und einmal ums Karree. Okay. Jo. Siehst du? Ein bisschen Dusel gehabt, dass er dass die 8 da unten liegen geblieben ist. Ja, muss Lars noch mal einen zeigen, weil selbst wenn er die 8 locht, ist die also Position auf die 9 nicht ganz so leicht. Das ist kein sicherer Ball. Das nee, ist nee, du hast halt das Problem, dass die Position auf die 9 nicht ganz leicht ist, weil du wirst die 10 aller Wahrscheinlichkeit nach berühren. Zu dünn? Ja. Aber wahrscheinlich auch auf die Option zu dünn, dass du die weiße zurückbringst. Aber so ein Ball da, also wie viel Prozent Chance, den zu lochen, hat man da? Oder was? Also richtig. Den Thomas eben angegangen ist? Ja. 70 vielleicht, 50, 60, 70, irgendwo so. Also würde ich mal von der Spielstärke abhängig machen. Ne? Also wenn Jan den gespielt hätte, hätte ich ihm bestimmt 80% darauf gegeben. Ne? Ja, ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen ja, denen. Ja. Und er, bei ihm war es vielleicht an einem guten Tag 50-50. Weil jeder kann alles und jeder hat auch schon mal alles, aber eben nicht in der gleichen Wahrscheinlichkeit. So, ne? Ja, also das ist der große Unterschied, ne? Ja. Und mittlerweile führt Real Madrid 1-0 für alle, die. Boah, das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, das ist aber immer so. Real Madrid hat die ganzen letzten Endspiele alle gewonnen. Was machen wir jetzt? Zugball? Der gute alte Stecher? Hat nichts mehr zu verlieren. Oder wenn er ein guter One-Focus-Spieler ist, Stopper, eine Bande. Eine Bande. Cross-Corner.
Das, keine Ahnung, was das sein sollte. Ja, den einer Bande angesagt. Aber hat ihn viel zu dick getroffen. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Also ich hätte ihn gut, wenn du den Stecher nicht machen willst und wenn er ein guter One-Pocket-Spieler ist, so, dann war das ja ein durchaus nachvollziehbarer Versuch, ne? Also hinter die Neun klappt das? Nicht ganz. Tja. Jetzt hat er die nächste Chance, er könnte wieder den Einbänder spielen. Und da müsste die Weiße ungefähr, die 8 müsste ungefähr ja, neben den ersten Diamanten, neben dem Mittelloch einschlagen, um dann eine Chance zu haben, in die Ecktasche zu spielen. Da entscheidet er sich interessanterweise für den direkten Stoß. Ja. Und nun. Ja, ich meine, bei dem Weißen hättest du noch die Sicherheitsoption gehabt. Also ich sage, er zieht die Weiße, er zieht und über zwei Button kommt die Ablage auf die 9. Pass auf. 1, 2. Ja. Man konnte sehen, dass als er die lange Bande berührt hat, so, da ist die nicht unbedingt schnell rausgekommen. Nee, Bande, aber die Weiße. Aber ist immer noch weit genug gelaufen. Ja. 1, 2, 3. Ja. 3 Banden. Da hilft nur noch Weltwunder. Ja, warum schon mal hier ein Fazit ziehen zu können, hat sicherlich niemand damit gerechnet, dass Thomas Kirsch ins Endspiel kommt. So, da hatte man noch, ich sag mal, mindestens 10 andere Kandidaten vor ihm auf der Liste. Ja, also wenn man das jetzt so sieht, es gab also wesentlich bessere Teilnehmer hier, ne? Ja, ja. Also sie haben sich ein bisschen selber ausgekegelt. Ja. Es gibt ja in dem Sinne, glaube ich, keine Setzliste. Und ein Opfer dieser nicht vorhandenen Setzliste ist heute Marco Spitzki geworden, der hier in der ersten Runde gleich Fittim für die Punkte bekommen hat. Und dann in der ersten Verliererrunde gleich gegen Adnan Elboaliti spielen durfte, der auch kein schlechter ist. Und dann leider mit zwei Spielen und 2 Niederlagen das Turnier verlassen durfte. War da zuerst Gruppenspiele oder? Nee. Oder gleich von Anfang an Doppel-K.O.? Bis zu den letzten 16 Doppel-K.O. Hm? Auf 5 Gewinnspiele und ab da einfach K.O. Mhm. Auf 6 Gewinnspiele, glaube ich. Dann waren die Halbfinals, glaube ich, waren die Halbfinals auf 7? Ja. Ja, ne? Halbfinals auf 7 und das Finale jetzt auf 9. So, interessant wird es jetzt sein, was hat er sich bei der 3 überlegt? Sicherheit? Weiße hinter die 5? Ja. Okay. Ah, das ist natürlich das ein linkes ist Ding. Ziemlich, ne? Fies, ja. Mhm. Und was haben wir da jetzt für Möglichkeiten? Also der Einbänder scheidet aus. Dann höchstens, also es wäre schon sehr gewagt, den Einbänder über die kurze Bande, lange Bande zu spielen. Ich glaube nicht, dass das geht. 3 Banden. Das sieht so aus. Ja, 3 Banden, ne? Tatsächlich. Da muss er die Tasche knapp verfehlen, ja, damit das geht. Ne? Ja. Jetzt Kombination auf die 4 und dann ist der Tisch offen. Ja, 5 auf 6 ist sicherlich so der kritische Moment. Ich kann das gar nicht erkennen. Ist das hier vorne links die 6 4? Ich glaube, dass die 6... Ist die 4 noch da? Ja, die 4 ist ja diese Fliederfarbe. Das heißt, was man manchmal nicht so gut sehen kann, ist die 6 von der 8 zu unterscheiden. Zumindest habe ich da manchmal Schwierigkeiten. Also 6 und 8 habe ich. Ja, jetzt von oben geht's, aber von der Seite ist es manchmal ein bisschen. Und da ist die Position auch schon schief gegangen. Es sei denn, er wollte den so stellen, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ja, was kann man da machen? Also er kann die 5 natürlich lang angehen, diagonal über den ganzen Tisch in die obere linke Ecktasche. Und mit einer Sicherheitsoption, wenn es schief geht, bleibt sie hinter 9, hinter der 10 oder der 6 liegen. Oder aber zu dick verschießen ohne Sicherheitsoption. Tja. Das ist auch nicht leicht, wenn man 8-3 vorne ist, ja, dann irgendwie immer noch so voll Power durchzuziehen. Irgendwie schaltet man dann doch auch schon fast ab, oder? Ja, das kann gut sein. Ich war lange nicht in der Position, ich kann das nicht mehr so nachvollziehen. Was immer nur 8-3 hinten, oder was? Tendenziell ja. Ja, also das finde ich eigentlich auch erstaunlich. Also das kennen ja ganz viele Billardspieler, wenn die jetzt gegen vermeintlich schwächere Leute spielen, dass sie dann eben selber auch nicht ihr bestes Billard spielen. Mhm. Weil sie denken, ja, gegen die gewinne ich ja sowieso oder sowas. Ja. Und gegen starke Leute, da kommt man denn, da hat man Bock und dann spielt man auch besser und so. Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum eigentlich jeder sagt, so, wenn du mit besseren Leuten trainierst, so, dann wirst du automatisch besser. Weil dieser Effekt, der nun mal da ist, den kann man ja nicht von Hand reden, dann halt ausgeschaltet ist. Ne? Hm. Und ich sag mal, die richtigen Profis und die richtigen, ja, starken Spieler, denen ist es auch egal, wer am Tisch spielt. Das ist nämlich, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen so einem richtig professionellen Spieler, der wirklich auch gnadenlos, egal, ob es schon 8-3 steht oder was auch immer oder so, die ziehen einfach durch. Ja. Ne? Und lassen eben nicht nach. Mhm. Das ist genau das. Ne? Oh, jetzt kommt ein interessanter Ball, weil die Weiße liegt auf natürlich im Abprallwinkel, egal ob er links oder rechts spielt. Er wird der Tasche sehr, sehr nahe kommen. Aber er spielt gar nicht erst versucht. Nee, hat er sicherlich nicht versucht. Man konnte auch sehen, er hat den ja zu dünn getroffen oder auch zu dünn gespielt. Und dadurch ist die Weiße halt nicht in Richtung der Ecktasche gegangen, sondern halt hat schon deutlich vorher die kurze Bande getroffen. Und wieder raus. Eine Bande? Eine Bande würde angehen, ja, hat er auch gezeigt. Ich glaube, er spielt Sicherheit. Nee, er hatte eine Bande angezeigt. Er könnte sogar die Option ziehen, dass er die Weiße hinter der 8 versteckt, falls die 7 nicht fällt. Also Weiße an der 9 vorbei, Richtung des Kopffeldes. Und diesmal passt er. Ja. Aber auch so gespielt, wie ich vermutet habe, ne, dass wenn er nicht geht, dass die 8 im Weg liegt. Ne? Ich sag mal so, ich bin 8-3 vorne und dann mache ich das jetzt einfach. Ja, ich sag mal, und dann überlege ich auch nicht mehr, so soll ich lieber eine Sicherheit spielen oder irgendwas, dann kann gut sein. Dann mache ich jetzt einfach. Das hier war nochmal ein bisschen unpräzise. Jetzt war's. Egal. Also ich erwarte, dass er das jetzt einfach rausschießt. Dann ja, aber es wäre ihm sicherlich lieber gewesen, wenn er jetzt an die untere Seite der Weißen rankommt, ohne das Kühe anheben zu müssen. Einfach rein, ein bisschen laufen lassen, vielleicht ein bisschen Rechtsifé und wäre das gut. Ja, da kommt der Rechtsifé, ja, alles klar. Gut. Die entscheidende 9, die entscheidende 10. Ja, wird geschenkt. Jo, ja, wollen wir noch ein Fazit ziehen? Oder? Ja, endlich hat Lars Kuckheim hier in Bremen Turnier gewonnen. Ne? Das ist, glaube ich, das erste Mal. Viele, viele Versuche gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hochverdient, hat sonst immer irgendwie im Halbfinale gescheitert gegen so Leute wie Mohamed Soufi, erinnere mich einmal, der sehr stark gespielt hat. Oder ein andermal hat er gegen Michael Schneider, der Weltklasse-Spieler aus der Schweiz, verloren. War immer ganz knapp dran und diesmal hat es für Lars gereicht. Und ja, kann man ihm nur zu gratulieren. Ja, und wer die Spiele vorher gesehen hat, so Halbfinale oder was Lars da vorher sonst gespielt hat, also das ist nicht unverdient, dass der... Nee.
Aber hier dafür nochmal der Stoß des Satzes, ja, den hat Thomas da auch. Ja. Ja, also hätte Manni zugeguckt, er wäre begeistert gewesen. Ja, Grüße an Manni. Ja, von Manni. Salzen, ne? Ja, Manni von Salzen, wir grüßen dich. Ja. Vier Banden Manni. Vier Banden Manni. Sehr geil. Ja, okay, dann, ja, dann gehen wir raus. Viel Spaß beim Fußball. Und wann war das nächste Turnier hier in Bremen? Das nächste Turnier sind die Germany Open vom... ich bin immer so schlecht im Kalender. Also das nächste Turnier der Serie ist am 2.7., das habe ich schon rausgefunden. Okay, am 2.7. Und aber das große Turnier von Predator organisiert, direkt, ist hier im Atlantic Hotel... Mitte Juni, sage ich jetzt einfach mal. Jeder, der sich, der in der Community irgendwo unterwegs ist, wird das sehr schnell rausfinden. Und ich glaube, 11. bis 18. Aber ich weiß nicht, ob ich hier was Falsches sage. Bin mir da nicht sicher. Aber auf jeden Fall grob in die Richtung wird es gehen. Alles klar. Ja, Marco, schönen Dank. Ja, Frank, immer eine Freude. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Okay, danke. Tschüss, Jungs. Ciao. So, Mädels. Gendern.